Liebe Landsleute, liebe Freunde, Mythos macht Mut. Was für eine wunderschöne und gehaltvolle Alliteration, die übrigens aus der Feder unseres Geschäftsführers Werner Gartenmann stammt. Im weitesten Sinn bedeutet Mythos Personen, Geschichten, Dinge oder Ereignisse von hoher Symbolkraft. Diese Geschichten haben nicht nur die Fantasie der Menschen angeregt, sondern auch den Mut und die Entschlossenheit der Urschweizer und Landesväter entfacht. Ein die Schweiz in jeder Hinsicht prägendes Ereignis war der Rütlischwur von 1291, wo sich die drei Urkantone in einem ewigen Bund gegen die habsburgischen Machtansprüche vereinigt haben. Dabei ging es um den Erhalt der Ordnung und des Landfriedens und notabene auch darum, und hören Sie gut zu, dass nur Landsleute und Eidgenossen Richter sein durften und auch um die Vertreibung der Landvögte. Das sollte man den Euroturbos mal in Erinnerung rufen. Der Rütlischwur ist das Vermächtnis unserer Gründerväter schlechthin für die nachfolgenden Generationen, indem er den Glauben an Freiheit, Unabhängigkeit, Solidarität und eigene Stärke verkörpert, lebt er bis in die Gegenwart hinein. Er verleiht uns die Überzeugung, dass wir Hindernisse überwinden können und nicht klein beigeben. Leider wird die Bedeutung des Rütlischwurs kaum mehr im Schulunterricht vermittelt, was eine Tragödie ist. Unsere Gründerväter würden sich im Grab umdrehen, wenn sie sehen würden, was gewisse Politiker heute veranstalten. Anstatt sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, wollen einige Euroturbos unsere Neutralität und Souveränität schleifen und uns in die ach so schwächelnde EU treiben. Andere wiederum glauben nicht an eine eigenständige, starke und glaubwürdige Landesverteidigung und möchten uns unbedingt in der NATO sehen. Wiederum andere schauen tatenlos zu, wenn zum Beispiel USA-Politiker im Rahmen der Helsinki-Kommission Schweizer Firmen im Cowboy-Stil inspizieren wollen, um zu überprüfen, ob wir die Russland-Sanktionen auch brav einhalten. Als ob wir der 51. Bundesstaat der USA wären. Sie verkörpern eine moderne Form von Landvögten, die ihr Unwesen treiben, was wir niemals akzeptieren wollen. Man stelle sich einmal vor, was passieren würde, wenn eine Gruppe von Schweizer Politikern in die USA fliegen würden, um US-Firmen zu inspizieren. Und was tut unser Bundesrat? Er knickt in vorauseilendem Gehorsam ein, duckt sich weg oder lässt sich einschüchtern oder gar erpressen. Und damit, liebe Freunde, komme ich zum Punkt. Wenn es unsere Regierung nicht schafft, unsere Interessen maximal zu verteidigen, dann müssen wir uns erheben und es selber tun. Wir müssen unsere vitalen Interessen und Werte verteidigen. Wir sind ein Land von Innovation und Präzision, die uns keiner so schnell streitig macht. Der Glaube an die eigene Fähigkeit, Spitzenleistungen zu erbringen, hat uns Mut gemacht und uns weltweit führende Unternehmen und Technologien geschaffen. Zudem haben wir ein starkes Terrain, das wir mit eigener Kraft verteidigen können, sodass der Preis, uns anzugreifen, immens hoch ist. Gehen wir aktiv an die Urne und wählen Volksvertreter, die unsere Interessen mutig verteidigen. Haben wir auch den Mut, Leute abzuwählen, die unser Land mutwillig verraten. Schöpfen wir Kraft.
schöpfen wir Kraft und Mut im unerschütterlichen Mythos, das unsere Gründerväter uns überliefert haben, und stehen wir aktiv ein für eine neutrale, souveräne Schweiz in Wohlstand und Frieden. Es lebe unsere neutrale und unabhängige Schweiz! Liebe Landsleute, liebe Freunde, ich danke Ihnen.